Hey, wir sind Tessa und Denise von Finance Baby und wir dürfen heute Melcho von Contest all die Fragen unserer Community stellen. Hi, mein Name ist Melcho von der Contest Steuerberatung und dieses Video ist eine Kooperation zwischen Finance Baby und uns. Du findest deren Instagram-Kanal und Webseite unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und wir haben einige Fragen rund um die Kleinunternehmerregelung bekommen. Die beantworten wir doch jetzt einmal gemeinsam. Was passiert eigentlich, wenn ich Mehrwertsteuer abgegeben habe, obwohl ich Kleinunternehmerin bin? Es kommt so ein bisschen darauf an, was du meinst mit ich habe Mehrwertsteuer gezahlt. Wenn du quasi als Verkäuferin aufgetreten bist, das heißt, wenn du in den Einstellungen von Digistore aus Versehen angeklickt hast, dass du umsatzsteuerpflichtig bist und jetzt Umsatzsteuer ausgewiesen wurde, dann musst du diese falsch ausgewiesene Umsatzsteuer leider an das Finanzamt abführen. Das gilt auch für alle anderen Beispiele, wenn ihr Kleinunternehmer seid und ihr weist aus Versehen Umsatzsteuer aus oder es macht halt Digistore für euch, müsst ihr diese falsch ausgewiesene Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Eine Möglichkeit, die du vielleicht noch probieren könntest, ist, dass du mit Digistore dich mal in Verbindung setzt und schaust, ob man diese Abrechnung korrigieren kann und ihr dann eine korrigierte Abrechnung bekommt. Wenn du allerdings Kunde gewesen bist, das heißt, wenn du jetzt eingekauft hast bei Digistore24 und hast eine Rechnung bekommen, auf der Umsatzsteuer ist, dann ist das ja relativ normal. Das ist bei fast allen Geschäftsausgaben der Fall, dass irgendwo Umsatzsteuer mit drin ist. Da hast du als Kleinunternehmerin jetzt keine Vorteile oder Nachteile. Du musst einfach diesen Bruttobetrag einbuchen und kannst diese Vorsteuer nicht geltend machen. Das gilt für Ausgaben bei Digistore, das gilt aber auch bei Bewirtungskosten, bei Reisekosten, bei Homeoffice-Kosten und so weiter. Ab wann gelte ich eigentlich nicht mehr als Kleinunternehmerin? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie du nicht mehr als Kleinunternehmerin giltst. Die erste Möglichkeit ist es, dass du freiwillig darauf verzichtest. Denn die Kleinunternehmerregelung ist freiwillig und du musst die gar nicht in Anspruch nehmen. Und du kannst auch jederzeit dir überlegen, dass du lieber ganz normal Umsatzsteuer ausweist. Wichtig hier, das kannst du nur zum Jahreswechsel machen. Das heißt, du kannst dir unterjährig nicht überlegen, dass du jetzt keine Kleinunternehmerin mehr bist, sondern du musst das immer überlegen und dann bist du immer ab dem 1.1. eines Jahres entweder fürs ganze Jahr Kleinunternehmerin oder halt nicht. Die zweite Möglichkeit ist abhängig von deinem Umsatz. Und da ist die entscheidende Umsatzgröße 22.000 Euro. Wenn du in einem Jahr über 22.000 Euro Umsatz gemacht hast, bist du im nächsten Jahr keine Kleinunternehmerin mehr. Das heißt, wenn du jetzt in einem Jahr 25.000 Euro Umsatz gemacht hast, bist du am nächsten 1.1. eines Jahres keine Kleinunternehmerin mehr und musst Umsatzsteuer ausweisen und auch Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Es gibt auch noch eine zweite Grenze, die fürs laufende Jahr gilt. Da geht es um 50.000 Euro. Das sprengt in diesem Video so ein bisschen den Rahmen. Deswegen haben wir dazu ein separates Video aufgenommen. Das heißt, zum Thema Kleinunternehmerregelung solltest du dir unbedingt auch dieses Video noch einmal anschauen. Im Falle, dass ich noch Steuern zurückzahlen muss, wie viel Steuern sollte ich als Kleinunternehmerin zurücklegen, wenn ich im Schnitt 1.500 bis 2.000 Euro im Monat verdiene? Das kann ich dir pauschal leider mit den Angaben und Informationen, die ich habe, so gar nicht sagen. Denn du zahlst die Einkommensteuer ja immer auf deine gesamten Einkünfte. Das heißt, du musst deine selbstständigen Einkünfte, deine angestellten Einkünfte, Kapitaleinkünfte, Vermietungseinkünfte, alle Einkünfte, die du hast, die musst du zusammenrechnen und zahlst dann Steuern auf diese gesamten Einkünfte. Und du zahlst einen anderen Betrag an Steuern, wenn du parallel in einer Angestellten-Tätigkeit 100.000 Euro verdienst oder wenn du parallel gar nichts anderes verdienst. Deswegen kann ich dir das so pauschal gar nicht sagen. Ich verlinke dir aber unter diesem Video mal einen Steuerrechner, speziell für Selbstständige. Da kannst du deine Umsätze, deine Ausgaben und deine sonstigen Einnahmen eintragen und dann sagt das Tool dir deinen Prozentsatz, was du an Einkommensteuer zur Seite legen solltest. Außerdem noch ein kleiner Hinweis. Die Kleinunternehmerregelung kannst du ja nur in Anspruch nehmen, wenn du bis 22.000 Euro Jahresumsatz machst. Und wenn du jetzt schon 2.000 Euro im Monat verdienst, also Gewinn machst, dann bist du ja schon bei 24.000 Euro Jahresgewinn. Und dein Umsatz wird wahrscheinlich noch höher sein. Und deswegen solltest du bitte vielleicht einmal schauen, ob du überhaupt noch Kleinunternehmerin bist. Was passiert eigentlich, wenn ich über die aktuelle Grenze der Kleinunternehmerregelung komme? Als erstes musst du gar nichts machen. Denn wenn du über die Grenze, das heißt über die 22.000 Euro Umsatz pro Jahr kommst, passiert sofort erstmal gar nichts. Sondern die Umstellung zur Nicht-Kleinunternehmerregelung bzw. Regelbesteuerung passiert immer erst zum Jahreswechsel. Das heißt, wenn du jetzt über die 22.000 Euro bist, dann passiert jetzt erstmal gar nichts und passiert auch das ganze Jahr nichts. Aber du musst am nächsten 1. Januar quasi deine Buchhaltung umstellen und ab diesem Zeitpunkt musst du deine Umsatzsteuer ausweisen
und auch Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Das ist auch relativ wichtig, weil ich immer mal wieder mitbekomme, dass Leute unterjährig plötzlich ihre Rechnungen umstellen. Das bitte nicht, sondern warten, bis das Jahr vorbei ist. Welche Steuern muss ich eigentlich auf Rechnungen ausweisen, wenn ich Kleinunternehmerin bin? Grundsätzlich gibt es nur eine einzige Steuerart, die auf Rechnungen ausgewiesen werden soll, und das ist die Umsatzsteuer. Du als Kleinunternehmerin hast ja erstmal mit Umsatzsteuer nichts zu tun und musst sie auch nicht ausweisen. Deswegen weist du auf deinen Rechnungen auch gar keine Steuer aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Entweder arbeitest du sowieso nur mit einem Betrag und hast einfach einen Preis. Viele nutzen aber auch so Rechnungstools, und da musst du einen Umsatzsteuersatz eintragen. Und da trägst du dann einfach 0% ein und hast dann quasi immer noch einen Nettopreis und einen Bruttopreis, der natürlich bei dir als Kleinunternehmerin aber identisch ist. Wichtig an dieser Stelle ist aber, du solltest immer einen Grund angeben, warum du keine Umsatzsteuer ausweist. Das heißt, du musst einen Hinweis auf deine Rechnung aufnehmen, dass du keine Umsatzsteuer ausweist, weil du Kleinunternehmerin bist oder weil du die Versteuerung nach § 19 gewählt hast. So einen Beispielsatz, den du auf deine Rechnung schreiben kannst, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, diese Antworten konnten dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich helfe dir da gerne weiter. Wenn du gerade einen Steuerberater suchst oder wir mal persönlich uns unterhalten sollten, dann schau mal in der Videobeschreibung nach. Da findest du einen Link und da können wir mal ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch führen. Wir sind nämlich spezialisierter digitaler Steuerberater, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Ansonsten würde ich mich aber auch sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos speziell für Kleinunternehmer und Selbstständige. Das kannst du hier machen. Oder du schaust unsere weiteren Videos speziell über die Kleinunternehmerregelung an. Die findest du zum Beispiel hier oder hier.